Willkommen zurück zu World of Warcraft Legion mit Alexiel hier zurück nach unserem Instanzenfieber. Ungeplanterweise waren es ja dann doch mehrere, als ich dachte. Eigentlich wollten wir ja nur diese Grotte da machen. Ja, jetzt sind wir aber hier zurück in unserem Questort Astranar. Und da geben wir jetzt mal Quests ab, was ich erledigt hatte. Ich kenne die Wälder so gut, als wären sie ein Teil von mir, doch wisset, dass man noch immer viel von ihnen lernen kann und sie bergen auch viel Gefahr. So, das können wir beenden. Gute Arbeit, Alexiel. Wir stehen unter der ständigen Bedrohung durch die Vorburgs. Hoffentlich wird sie das etwas länger von uns fernhalten. Ja, kein Ding, kein Ding. Was beunruhigt euch, Jägerin? Ein Trollglücksbringer? Was fangen die Vorburgs mit so einem Ding an? Ihr habt recht, ein Gefühl von Verderbtheit und gibt dieses Artefakt. Sogar ich kann das spüren. Es gibt jemanden, der in der Lage sein müsste, zu helfen. Okay. Haben wir auch gemacht. Der Mann, der mir direkt gegenübersteht, ist als Hephaistus Pilger bekannt. Er ist einer der Worgen. Er und seine Schwester kamen vor nicht allzu langer Zeit nach Astranar, als sie einen neuen Ort zum Leben suchten. Soweit ich das sagen kann, ist er daran interessiert, dem Irden den Ring bei der Katastrophe zu helfen. Seine Schwester ist sogar noch mächtiger. Sie ist nach Osten gereist, um dem Schamanen zu helfen, sich um den Vulkan zu kümmern. Vielleicht kann er helfen. Bringt den Glücksbringer zu ihm und hört, was er darüber denkt. Seid vorsichtig. Ja, das werden wir natürlich tun. Das ist aber nicht das Einzige, was es hier noch zu tun gibt. Hier haben wir noch Hephaistus. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Morgen sieht euch ausdruckslos an, als ihr euch nähert. Er sieht auf die Holzschnitzereien eurer ausgestreckten Hand. Der Worgen greift danach und nimmt sie an sich. Die Vorburgs begehen etwas, das ihnen nicht gehört. Hephaistus dreht den Glücksbringer in seine Hand und lässt ihn dann fallen. Diese Schnitzerei besitzt die Eigenschaft, langsam jenen zu verderben, die keine Trolle sind. Soweit ich sehen kann, haben die Vorburgs das schon einmal gemacht. Manche lernen es nie. Zweifellos hörten sich die meisten Glücksbringer... Zweifellos horten sie die meisten Glücksbringer in der Höhle der Distelfälle nördlich des Dorfes. So, dann soll ich die Dinger sammeln. Okay. Wütend. Sehen. So, und dann sollen wir jetzt hier auf die Dinger steigen. Das haben wir auch noch zu tun. Bam, 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 bam. Und dann schießen wir hier die Dinger ab. Wenn ich das richtig sehe. Schieß sie ab. Schieß sie ab. Schieß sie ab. Okay, das könnt ihr im Moment nicht tun. Doch, können wir. So, jetzt ziele ich auch ordentlich. Bam, bam, bam. Na, ist ihn abgeschossen oder eher nicht so? Okay. Von dem kannst du mal runtergehen. Wir suchen uns einen anderen. Hier stehen ja noch mehr rum. Wir nehmen den mal. So, wer ist dran? Ich knall euch ab. Da. Na komm. Ha, 2 von 15. Immerhin. Immerhin. Wir steigern uns. Da. Du Schuft, ich krieg dich. Oh Mann, scheiße. Aber hier kommen bestimmt wieder welche lange Jagd. Ich glaube, das war nur ein Vogel. Was ist, wenn wir einfach so einen da hinten nehmen? Da geht auch. Okay, das ist gut zu wissen. Da oben sitzt ja auch einer ganz in Ruhe. Der sich denkt, ach komm, kann man ja mal machen. Warte mal, ich muss mich mal eben hier auf Do Not Disturb stellen, sonst werde ich hier angesappelt. Komm her, komm her, komm her. Oh Mann. Oh. Na gut, wir steigen runter. Wir nehmen uns eine Ecke, wo wieder andere sind. Kriegen wir hin, ne? So langsam. Aber sicher. Düs mal da vorne hin. Vielleicht haben wir da ja mehr Glück, bei so einem hier am Rand stehend. Dass wir hier die Viecher abknallen. Guck mal, der ist doch wunderbar. Ganz gezielt geht das ab, die Post. Hier da hinten ist auch einer, der dran glauben will. 9 von 15. Hier, du da oben. Du, du. Komm, der bewegt sich nicht mal. Sehr schön. 10 von 15. Ah. Nicht hier bei uns, bei den Nachtelfen. Hier, komm. Wunderbar. 12 von 15. Der da hinten vielleicht noch? Wo ist noch einer? Guck mal, da hinten. Da versteckt sich doch einer. Ich sehe dich. 13 von 15 habe ihn erwischt. Ja gut. Hier von dem können wir auch mal wieder runter. Weiß nicht, ob das was bringt, was ich hier mache. Aber kann man ja mal ausprobieren.
Bringt das überhaupt was, dass ich den jetzt hier wieder nehme? Naja. Volle Kraft voraus auf den. 14 von 15, noch einer. Ach, komm. Gibt's doch nicht. So, 15 von 15. Jetzt aber. Runter mit dir. Quest abgeben. Schön. Sprinten kann ich noch nicht. Ich könnte aber reiten. Könnte man ja mal machen. Geht vielleicht etwas schneller. Hier ist ja voll Angriffssession. Hier Schildwache, Tinsil. Wir sind gerettet, ihr habt genug abgeschossen. Den Rest sollten wir selbst erledigen können. Ich kann euch gar nicht genug danken, Alexei. Kein Ding. Kein Problem. So. Auch da gibt es noch wieder was abzugeben. Ist immer schön. Bin übrigens schon Stufe 33. Ja, ging doch etwas schneller. Ich bin ganz. Habt ihr die Überreste des Irrsees gefunden, Alexei? Habt ihr die Träne? Ja, ich habe eine Träne eingesammelt von Elyn. Irgendwo in so einem abgebrannten Feuergebiet habe ich das eingesammelt. Kriegt er jetzt. Damit kann er übrigens seine kleine Relara heilen. Oh, ihr habt sie gefunden. Merkwürdig. Der Stein sieht irgendwie angelaufen aus. Ich werde die Träne in einen Eintopf geben und beten, dass meine Tochter davon geheilt wird. Danke, danke, Alexei. Bitte, bitte, jetzt heil die mal schnell. Heil mal deine Tochter. Ist das meine Tochter? Achso, ist das meine Tochter. Danach wirst du dich gleich viel besser fühlen. Bitte sehr. Und? Fühlt sie sich besser? Ja, geht so, ne? Okay. Seid gegrüßt. Es hat nicht funktioniert. Ein besorgter und verzagter Ausdruck zeichnet Pilturas Gesicht, als er die Träne aus der Suppe entfernt und sie vorsichtig wäscht. Naja, Tränen in einen Topf packen. Also ich meine... Ah, es ist ein Edelstein, der ist ein bisschen schmutzig. Ab in den Kartoffeleintopf. Der Ausbruch des Donnergipfels muss sich auf irgendeine Weise beeinträchtigt haben. Ihr müsst die Träne zum Mondbrunnen der Reinheit bringen. Er liegt noch immer unversehrt und von der Macht der Göttin beschützt am südöstlichen Fuß des Vulkans. Und dort wascht ihr sie in den heiligen Wassern von Elyn. Oder Elun. Oder Elyn. Was danach geschieht, vermag ich nicht zu sagen. Ich fürchte um das Leben meiner Tochter. Es liegt nun in euren Händen, Alexei. Ja, wir waschen deine Träne. Ja, und ich habe, wie ihr seht, mich schon wieder optisch irgendwie verändert. Ich kann es ja nicht lassen, immer mal meine Kleidung zu ändern. Einfach, weil ich es kann und weil ich Bock drauf habe. Ja, ich kann das natürlich mit euch zusammen machen. Einzige, was ich jetzt mal mit euch zusammen mache, ist aber gerade gucken, ob der Bogen passt. So mache ich das eigentlich die ganze Zeit. Ich gucke halt, was geht. Ich habe hier auch mal ein Hemd mir gekauft. Und jetzt sind meine Hemden auch mal aktiviert worden. Die ziehe ich dann immer so unter die Kleidungsstücke, wo ja man sonst die Haut sieht, was ich nicht unbedingt schlecht finde. Aber manchmal finde ich es einfach interessanter, mit den Hemden irgendwie Outfits zu machen. Ja, in dem Fall habe ich mich für ein violettes Outfit entschieden. Ich gebe den Outfits auch immer Namen. Dieses Outfit heißt Violetter Schatten. Der davor hieß Black Panther. Und grüner Pfeil war mein erstes Outfit. Das sah so aus. Finde ich gar nicht mehr so toll irgendwie. Violetter Schatten finde ich gerade viel cooler. Bogen oder Bögen habe ich halt nicht so viel Auswahl im Moment. Das liegt aber nur noch am Level im Moment. Später habe ich dann deutlich mehr. Weiß nur nicht, welcher gerade irgendwie ganz cool aussieht dazu. Ob ich nicht doch wieder meinen alten nehme? Oder den hier oder so? Also irgendwie finde ich die silbernen besser. Oh, ich glaube, dann bleibe ich doch dabei, dass ich den silbernen hier nehme. Nee, ich bleib dabei. Schön, dass wir unseren Transenmann immer hier bei uns haben. Silberfeder. Nee, das ist Muki. Ich habe Muki. Muki. Klingt, als hätte er Husten. Muki. Ja, wo geht's denn hin? Irgendwo da hinten, vorne. Ich mache einen Cut. Bis gleich beim Quest. So, da sind wir angelangt, hier in der Nähe von unserem Quest Trollglücksbringer. Und hier ist halt der Wea Dunkelschnauze. Zu weit entfernt heißt der Quest. Ja, ich spreche eure Sprache, Nachtelfe. Wir Fuhrbolgs waren schon einmal Opfer dieser Form von Verderbnis. Vor nicht allzu langer Zeit stahl unser Anführer den Götzen von Remulus. Das von Dämonen verderbte Ding verhexte den gesamten Stamm und unsere Lösung wurde nur notdürftig durch einen Druiden herbeigeführt, der Broll Bärenfell heißt.
Aber dieses Mal haben wir nicht gestohlen. Die Trolle von Soramgar geben uns die Glücksbringer als ein Zeichen der Freundschaft, eine tödliche Freundschaft, wie es scheint. Unser Häuptling, Dahl Blutklaue, ist nicht mehr zurechnungsfähig, betretet die Höhle und kehrt mit seinem Glücksbringer zurück. Ja, wenn wir schon mal hier sind, machen wir das natürlich. Dafür sind wir ja da. Der Held. In dem Fall die Heldin. Die einzige natürlich, die sich darum kümmern kann. Ja, Reuten ist hier irgendwie nicht so. Oh, da oben ist aber was zum Einsammeln. Das ist schön. So, komm her. Den können wir auch aufwecken. Jetzt habe ich das nicht eingesammelt, was ich einsammeln wollte, oder? Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Dann gehen wir da nochmal eben schnell hin und machen das. Das ist wichtig. Ich will ja wissen, was in dem Kästchen ist. Was ist in dem Kästchen? Der Trollglücksbringer. 1 von 8. Das war wichtig. Hier haben wir noch was zum Hacken. Für unsere Bergarbeiterin. So. Da ist der zweite Glücksbringer hoffentlich drin. Ja, sehr schön, sehr schön. Was vielleicht sollte ich die auch mal hier ein bisschen mitmachen, was wir haben. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ja, Kohle. Kohle geht auch immer gut durch. Hacken ist auch immer gut. Boink, boink. Okay, sehr schön. Renn! Da sehe ich wieder ein. 3 von 8. Okay, gut. Ja, hier geht es irgendwie nicht weiter, ne? Tü. Oh, da ist einer. Ein Hordler war das. Ich will gar nicht zurück. Das war vollkommen falsch. Wie, du greifst mich an. Fee. Ich bin ja hier auch noch nicht durch. Können wir da nicht einfach in die Tür reingehen und... Hey, ist da nicht noch eine Kiste? Da ist noch eine Kiste. Wir gehen einfach hier runter. Wunderschön. 4 von 8. Dann geht's ja hier bestimmt weiter rein oder so. Oder so. Okay. Ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht angreife da vorne. Wir Hordler und Allianz kämpfen zusammen. Das geht auch. Okay, er hat mir das weggenommen. Das ist nicht schön. Dann nehme ich ihm seinen weg. So. 6 von 8. Ja. Gut. Mach ihn ruhig platt. Den Typen, den ich glaube ich auch hätte töten müssen. Hogger. Hätte ich oder nicht? Da oben ist noch eine Kiste. Oh Mann, oh. Das ist doch der Blutklaue. Muss ich den nicht auch töten? Fenster nervt. Blutklaus Sammlung. Hemne, Hemne. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Guck, hier ist jetzt noch eine Kiste für uns. Ist ja wunderbar. Und fehlt ja noch einer, ne? Ja, 7 von 8. Ja, ich lasse mir hier ein bisschen Zeit. Wo ist Muki? Muki! Okay. Da ist der Typ. Was mache ich? Ich gehe da auch lang, wo er herkommt, oder? Er weiß, wo es lang geht, oder? Oder nicht? Da ist auf jeden Fall noch eine Kiste, die wir eigentlich schon hatten. Egal. 8 von 8. So, jetzt möchte ich eigentlich gerne aber hier hin. Zu seiner Sammlung. Wie mache ich das? Muss ich da oben dann hin, oder? Wie? Nee, muss ich jetzt da auch schon rum, oder nicht? Ich hab keinen Plan, ey.
Geht's hier nicht nach oben irgendwie oder so? Nö. Okay, das sieht doch auch gut aus hier. Ist aber irgendwie auch komplett falsch. Bis auf den Bergbauscheiß kann ich hier auch nichts machen. Karton, Karton. Nichts mit Sammlung hier. Da ist der Hocker nochmal, der Typ. Wunderbar. Hat der wenigstens irgendwas Tolles für uns? Ach da, der hatte die Sammlung. Okay, von ihm kriegen wir die. Ja, okay, er hat sie selber. Schön, da hätte ich auch einfach nur stehen bleiben müssen. Egal. Dann raus mit dir. Wir haben uns viel zu lange hier aufgehalten. Fluff, 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 fluff. Wir haben auch die Ilhunsträne bei uns. So, raus aus der Höhle. Das ist doch schön. Geben wir das hier ab bei ihm. Hier. Nun, die Zukunft der Distelfälle lastet auf euren Schultern. Ach, wieso? Wir haben noch gehofft. Es wurde getan, was getan werden musste. Dardal, unser Anführer, ist... hat seine Erkrankung durch die Trollglücksbringer uns zerstört. Für die Gesundheit und die Würde unseres Stammes war es gut, dass ihr es wart, Fremdling. Auf diese Weise wird es keinen Bürgerkrieg unter uns geben. Und wir finden leicht einen neuen Anführer. Hoffentlich jemanden, der nicht so schnell Fremden vertraut. Vielleicht habe auch ich mich dessen schuldig gemacht. Hier erlaubt mir, unsere Schuld zu begleichen, bevor sich unsere Wege für immer trennen. Das kann der doch nicht wissen, ey. Und jetzt wollt ihr in Zukunft immer so voll feindlich sein? Da entstehen aber auch schnell Kriege, wenn man so eine Einstellung hat. Der konnte ja nun nichts dafür. So, wo muss ich jetzt hin für die Träne? Ganz woanders hin. Da gehen wir natürlich mit einem schnellen Cut hin. Bis gleich. So, da bin ich wieder und hier gibt es schwarze Hirsche. Was heißt das? Dass ich meinen Wolf loswerden muss, weil obwohl ich den so mag, den weißen Wolf, habe ich nur zwei Plätze gerade frei. Leider. Leider, leider. Und dementsprechend werde ich den jetzt mal einmal freigeben müssen. Den lassen wir jetzt zurück und holen uns den schwarzen Hirsch hier. Weil ich eine Hirschsammlerin bin. Juhu. Ja, und schon gehört der Mini-schwarze Hirsch uns. Ach, schön. So wie es immer ist. Voll das Markenzeichen von mir hier mit den Hirschen. Und dieser Hirsch hat auch natürlich einen Namen. Die Hirsche haben bei mir immer einen Namen. Und der heißt Balthasar. Balthasar. Balthasar, richtig geschrieben. Jawohl. Das ist Balthasar. Sehr schön, dass wir den jetzt zusammen haben. Hier sieht man auch jetzt, dass der Wald abgebrannt wird. Nicht schön. Es sind hier auch Hordengebiete in der Nähe. Ich bin schon gestorben. Ach, da fällt mir ein. Ich muss noch mal irgendwie... Ach, nee, Kranz haben wollte ich ja gar nicht. Ich wollte meine Ausrüstung reparieren. Und, ja. Die Gegner werden stärker. Irgendwo hier müssen wir diese Träne irgendwie benutzen können. Muki, verschwinde doch nicht immer. Komm. Ist zwar heiß hier, aber muss sein. Wo soll es denn sein? Ach, hier muss ich eher lang. Okay. Dann schwingen wir uns mal auf unseren Nachtheuler und reiten da lang. Balthasar kommt mit. Da oben ist es irgendwo. Ah ja, da ist auch schon der Mondenschein oder sowas. Ja, nicht schön. Für die Wälder und für die Nachtelfen sehr schlimm. Wobei auch die Blutelfen und nicht alle Hordler sind ja böse. Das darf man ja nicht vergessen. Er denkt, Mondbrunnen der Reinheit. So, hier ist er ja. Dann geh mal runter hier. Von deinem Dingens und dann... Hui! Kommt jetzt wieder so ein Typ, der was erzählt? Oder nicht? Nicht? Okay. Ich mache hier nur nebenbei mal einen Screenshot. Ja gut, okay, dann haben wir die ja jetzt gerade Quest hier beenden. Ihr badet die Träne im Mondbrunnen. Das Wasser leuchtet auf und sprudelt überraschend voller Leben.
Eine Stimme aus dem Mondbrunnen durchflutet euren Geist und gibt euch ein Gefühl absoluten Friedens. Ihr sucht eine Heilung für das Kind, aber wisset, dass alles seinen Preis hat. Im Osten liegt der Rajenbaumturm. Rajenbaumturm. Vor dem Turm neben dem Mondbrunnen steht jemand, welcher der Verderbnis anheimgefallen ist. Avrus Böswisper. Avrus Böswisper, auch schön. Sucht Vergebung und Erlösung, Alexiel. Werdet ihr ihm helfen, seinen Wunsch zu erfüllen und dadurch euer eigenes Ziel zu erreichen? Ja, wir schnacken natürlich mal mit dem, können wir machen. Und dann haben wir hier auch so lustige, kleine, bunte Viecher. Die sehen ja auch süß aus. Ob man die sich wohl als Begleiter holen kann? Aber ich bin stolz auf meinen Hirsch. Ich bleib bei meinem Hirsch. Ich glaube, mit denen geht das auch gar nicht. Schön, dass ich Balthasar habe. Und hier haben wir auch wieder was zum Ackern. Jawohl. So, rauf auf unser Wölfchen. Ja, jetzt können wir ja eigentlich sonst wo lang. Da vorne sollen wir hin, aber wir müssen auch eigentlich nochmal zurück. Gut, gehen wir mal da den Quest ab. Schnell, bevor der Part zu Ende ist. Und dann, ich mache auch mal keinen Cut jetzt. Wir reiten hier entlang zusammen. Hier sind auch Beeren. Die Urin wir mal gepflegt. Kaum kommen wir aus dieser Region raus, verändert sich die Musik und alles wird wieder so schön friedlich elfisch, wie wir es kennen. Balthasar kommt. So süß, wie der so nebenher hoppelt. Später gibt es, wie gesagt, schönere Hirsche, die wir uns dann holen, die den schwarzen und den braunen, also Hamlet und Balthasar, ersetzen. Hier sollen wir hin, ne? Ja, cool. Okay. Entdeckt. Rajenbaumturm. Und da ist er ja schon. Hi, Avrus. Böswisper. Der Satyr grinst spöttisch. Als ihm klar wird, dass ihr nicht hier seid, um ihn zu züchtigen, ändert sich sein Gesichtsausdruck. Endlich nach meiner Lösung. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet und ich glaube, ich weiß, wie ich euch im Gegenzug dazu helfen kann. Mein ehemaliger Clan, die Teufelshufe von Nachtflucht, hat den Himmelssturz dir vor einiger Zeit überfallen. Sie haben Mondgesteine geraubt, die in dieser Gegend einzigartig sind. Diese Mondsteine sind dafür bekannt, große Heilkräfte zu besitzen und können sicherlich dafür verwendet werden, das kleine Mädchen zu heilen, das krank in Astrana liegt. Nachtflucht liegt an der Straße im Osten, die nach Norden führt. Nachtflucht liegt an der Straße im Osten, Norden? Ja, okay. Feuerzweigen, verschiedene Pfade in Richtung Osten. Okay. Die in die Hügel führen und dort findet ihr meine neue reuelosen Brüder. Sie haben, was ihr sucht. Okay, wenn du das sagst, werden wir uns darum kümmern. Cool, wie die auch aussehen. So. Diese Zentauren-Männchen hier. Finde ich auch cool. Schade, dass man so eine auch nicht mal spielen kann. Aber weiß ich nicht, ob ich da so ein galoppierendes Wesen immer spielen wollen würde. Obwohl, doch, ich finde die eigentlich ganz hübsch. Die sind ganz cool. Ja, ich würde sagen, im nächsten Quest mache ich weiter. Ich werde den Kram, den Mondstein, glaube ich, selber mal einsammeln und wieder zurückgehen. Genauso wie ich den anderen Quest abgeben werde. Wenn da nicht irgendwie ein neuer Quest draus entsteht oder so, sehen wir uns an der Stelle hier wieder, um den Quest abzugeben, den wir gerade angenommen haben. Und dann scheint es ja hier in diese Gegend langsam zu gehen. Ja, in neue Gebiete, neue Gefilde, die uns erwarten. Neue Abenteuer, neue Gegner und so. Und natürlich leveln wir nebenbei. Und das dauert jetzt immer ein bisschen länger als vorher. Also jedes Mal mehr. Aber ist ja alles irgendwie machbar. Ne, Leute? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part bei WoW. Tschüssi.